Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mal aus einer ganz spannenden Kulisse. Das ist die Kulisse für die neue Show für AIDA Perla. Viva 90s heißt sie. Und jetzt viel Spaß mit Ihrem Primetime Magazin. Hier sehen Sie grünes Licht eingesperrt in eine Lampe. In Freiheit sieht grünes Licht natürlich noch viel fantastischer aus, besonders wenn es sich um Polarlicht handelt. Dr. Hartmut Renken erklärt uns mal, wie das funktioniert. Bitte schön. Mein Name ist Hartmut Renken. Ich bin hier auf AIDA Cara ein Edutainer und beschäftige mich mit den Sternen, den Polarlichtern und nehme auch alle Gäste gerne mit, an dieser Thematik teilzuhaben. Polarlichter sind am besten zu sehen zwischen dem 60. und dem 80. Breitengrad. Und das Schöne ist eben an dieser Reise, wir sind wirklich mittendrin. Wir haben die besten Bedingungen, um Polarlichter überhaupt zu sehen. Also im Prinzip ist das Polarlicht der Zusammenstoß von Teilchen der Sonne mit Teilchen unserer Erdatmosphäre. Die Hauptfarbe ist grün und grün steht für Sauerstoff. Das ist dann das Sauerstoff unserer irdischen Atmosphäre, das dann zum Leuchten angeregt wird. Da man Polarlichter ja eben auch nie so richtig vorhersagen kann, wann sie kommen, wie sie dann genau aussehen, verstärkt das natürlich nochmal diesen Effekt. Und es ist dann etwas anderes als zum Beispiel ein Regenbogen, der ja eine feste Struktur quasi hat. Und Polarlichter sind ja überhaupt das einzige Naturphänomen, was kosmisch ja bedingt ist, wo man nie genau weiß, wie es aussieht. Und das hat natürlich dann gerade für die Norweger, die hier schon seit Jahrtausenden sind, dann auch diese mystische Bedeutung. Polarlichter selber habe ich zum ersten Mal gesehen, da war ich 16. Da war ich im Rahmen einer Reise mit meiner Familie, meinen Eltern im Norden gewesen. Damals war die Kameratechnik ja zum Beispiel auch noch nicht so weit. Wir hatten da wirklich ohne Technik einfach die Polarlichter genossen. Und das war für mich dann so eine Art auch Einstiegserfahrung, um dann dort weiterzumachen. Und natürlich ist für mich auch diese Reise selber eine Möglichkeit, mit den Gästen zusammen dann einfach diese schöne Naturschauspiel dann zu genießen. Heutzutage wird natürlich dann auch viel fotografiert mit den modernen Kameras. Die geben das ja heutzutage her, dass man die schönen Farben auch einfangen kann. Aber ich denke, man sollte die Technik auch nicht übertreiben, sondern einfach mal die Kamera beiseite legen und die Sinne einfach dann auch mal genießen, die man dabei erfährt. Einer der größten AIDA-Fans überhaupt wohnt auf Madeira und das ist Ignacio und den haben wir besucht. Gucken Sie mal. So, meine lieben Gäste, willkommen zu meinem Haus, also unserem AIDA-Museum. Ich heiße Ignacio, komme aus Madeira und für mich ist AIDA das Größte. 15 Jahre ist es nun schon her, als ich die ersten Gäste und Crewmitglieder kennengelernt habe. Da habe ich auch mit meiner Sammlung angefangen. Schon von Kindesbeinen an wurden wir so erzogen, dass wir die Touristen immer mit offenen Armen empfangen. Ich denke, ca. 2/3 aller AIDA-Crewmitglieder haben schon von mir gehört. Es berührt mich der Gedanke daran, dass Gäste sowie die Crew zu uns nach Madeira kommen können und sie hier jemanden kennen, der auf sie wartet. Einen Freund. Ebenso wichtig ist es mir, das Schiff morgens zu begrüßen, wenn es in den Hafen einläuft. Nur wenn kommt AIDA. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Nur vor AIDA. Nicht bei anderer Sache nicht. Heute Morgen zum Beispiel war noch nicht mal die Sonne aufgegangen und trotzdem waren schon sehr viele Gäste auf den Außendecks, um mich zu begrüßen. Alle sagen, ich wäre verrückt, aber die Frage ist doch, wer verrückter ist, ich oder die Gäste. Selbst wenn es regnet, ganz egal, die AIDA-Gäste stehen auf dem Außendeck und winken mir zu. Für mich ist es selbstverständlich, meine Fans zu begrüßen. Neben AIDA sind Hunde meine Leidenschaft. Ich gehe unheimlich gern mit ihnen wandern und verbringe Zeit mit meinen Vierbeinern. Mittlerweile habe ich 11 Hunde und sie heißen wie die Schiffsnamen von AIDA. Mein Hund heißt Pelle, Stelle, Vita, Aura, Cara, Blue, Sol. Ich habe ganze Flotte zu Hause.
Bis vor 10 Jahren konnte ich kaum ein Wort Deutsch sprechen, nur Englisch und Französisch. Jetzt klappt das schon ganz gut. Der Kontakt mit den Gästen und der Crew half mir dabei. Klar möchte ich so viele Menschen, wie es nur geht, dazu motivieren, wiederzukommen. Vielleicht mal ein Aufenthalt für eine Woche. AIDA hilft mir dabei, viele Menschen auf einmal zu erreichen. Thank you, obrigado. Bis zum nächsten Mal. Ganz besonders freuen wir uns auf Birgit Schrowange. Die kommt im April auf AIDA Prima. Und sie hat ja im Interview neulich, wenn Sie sich erinnern, versprochen, dass sie wie Andrea Berg singen will und unbedingt mal Traumschiff spielen. Mal sehen, was davon war. Wir gucken Sie mal. Hallo ihr Lieben, ab dem 15. April bin ich übrigens auf der AIDA Prima. Ich mache dort die Metropolentour mit. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Und ich freue mich darauf, dass ich aus meinem Buch lese. Es darf gern ein bisschen mehr sein. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mich alle besucht. Also, wir sehen uns ab dem 15. April an Bord der AIDA Prima. Bis dahin, ciao! Und wer richtig Schwein hat, der macht bei der Verlockung der Woche jetzt so ein richtiges Schnäppchen. Gucken Sie mal. Wir starten unsere Reise in Barcelona und fahren als erstes nach Palma de Mallorca. Es geht weiter nach Ajaccio auf Korsika. Auf nach Civitavecchia, Rom erwartet uns. Noch ein Halt in Livorno und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Barcelona. Zur Belohnung für meine Moderation bekomme ich jetzt einen wunderbaren Kaffee aus dieser herrlichen Viva 90s Tasse und Sie die schönsten Bilder der Woche. Bitte schön. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder. Mich an dich verlieren, will das Leben leben. Wir tanzen auf dem Vulkan. Ich will immer wieder neue Sterne sehen. Mit dir tanzen gehen, wenn die Nacht beginnt, dann brauch ich dich. Nimm dir Zeit für mich. Das geht mir unter die Haut. Ich habe es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Das geht mir unter die Haut, bis ich wieder zu Hause bin.